In Südtirol gibt es zwei große Anbieter für den außerstädtischen öffentlichen Nahverkehr, die Saat und den Zusammenschluss von 19 kleineren und mittleren Busunternehmen namens Libus. Zwischen den beiden gibt es einen erbitterten Kampf um die Buslinien im Land. Die Auseinandersetzung gipfelt jetzt in einem Polizeibericht mit dem Land als Hauptdarsteller und einem Nebenschauplatz, der mit Prostitution zu tun hat. Begonnen hat alles vor genau 2 Jahren mit einer Ausschreibung des Landes für die Buslinien, die dann im letzten Moment annulliert wurde. Weshalb? Darüber gibt es verschiedene Versionen. Die Freiheitlichen haben heute auf einer online übertragenen Pressekonferenz aus dem Ermittlungsbericht der Polizei zitiert. Der Hauptvorwurf geht natürlich an Landeshauptmann Kompatscher und die Ressortdirektoren, dass sie Wettbewerbsverzerrung betrieben haben, dass sie versucht haben, ein laufendes Verfahren zu verändern, um einzelnen Teilnehmern, einzelnen Mitbewerbern Vorteile zu verschaffen. Der Vorwurf besagt, dass das Konsortium Libus wegen fehlender Voraussetzungen nicht an der Ausschreibung teilnehmen hätte können und die Ausschreibung deshalb annulliert wurde, weil der Landeshauptmann Libus bevorzugen wollte, auch aus persönlichen Gründen. Landeshauptmann Arno Kompatscher sagt, es habe rechtliche Gründe für die Annullierung gegeben. Es war eine Empfehlung eines zuständigen technischen Organs und die Landesregierung hat sich an diese Empfehlung gehalten. Als Geprellter in der ganzen Angelegenheit betrachtet sich der Saatchef. Ich werde den Landeshauptmann von Südtirol erstmals in der Geschichte dieses Landes in jedem Fall vor dem Untersuchungsrichter bringen. Der Landeshauptmann reagiert auf die ganzen Vorwürfe in der Busaffäre betont gelassen. Ich bin überzeugt davon, dass wenn die Ermittlungen dann abgeschlossen werden, auch ganz klar hervorgehen wird, dass ich mich immer zu 100% korrekt verhalten habe und immer das öffentliche Interesse voll vertreten habe. Deshalb warten wir das Ergebnis ab. Die Freiheitlichen deuteten auf ihrer Pressekonferenz heute aber auch an, dass bei den Ermittlungen und den Abhörungen der Polizei eine weitere mutmaßliche Straftat ans Tageslicht gekommen sei. Möchte ich persönlich auch außen vor lassen, sondern es geht uns wirklich darum, ob hier die Landesverwaltung korrekt gehandelt hat oder nicht. In der Saatzentrale in der Bozner Italienallee heißt es, dass sich diese Ermittlungen auf einen hohen Landesbeamten beziehen würden. Der auf Kosten des Landes mit seiner Geliebten und mit 6 chinesischen Prostituierten telefoniert, über hunderte von Telefongesprächen dem Land Südtirol aufrechnet. Dazu kann ich nichts sagen. Ich werde mich zu den Ermittlungen überhaupt nicht äußern. Überlassen wir es der Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen zu bewerten und dann die entsprechenden Entscheidungen zu treffen. Ich bin vollkommen davon überzeugt, dass die Staatsanwaltschaft dann richtig entscheiden wird und habe volles Vertrauen. In der Busaffäre braut sich ein politisches Gewitter zusammen. Offen bleibt vorerst die Frage, wen die Blitze treffen werden.